Zurück in die Zukunft, das Motto von Martin Schulz bei der Reform der Agenda 2010. Nach Plänen der SPD sollen Arbeitslose künftig einen Rechtsanspruch auf eine Qualifizierungsmaßnahme erhalten. Dabei soll die Bundesagentur für Arbeit gesetzlich verpflichtet werden, Jobsuchenden ein Angebot für eine Qualifizierungsmaßnahme zu machen, wenn sie innerhalb von 3 Monaten keine neue Beschäftigung finden. Während der Weiterbildung kann das sogenannte Arbeitslosengeld Q bezogen werden. Es geht darum, die Lebensleistung der Menschen anzuerkennen. Diejenigen, die hart schuften, die hart malochen, die können doch nicht innerhalb von 12 Monaten sofort vor einer existenziellen Frage stehen, wenn sie 30 Jahre lang hart gearbeitet haben. Deshalb ist es eine richtige Idee, das Arbeitslosengeld 1 zu verlängern über 12 oder 16 Monate hinaus, unter der Maßgabe, dass damit auch eine Qualifizierung verbunden ist, weil wir können die Menschen noch nicht aufgeben und sagen, naja, die haben jetzt 20, 30 Jahre lang gearbeitet, aber jetzt sollen sie bitte schauen, wo sie bleiben. Nee, da geht es darum, sie zu qualifizieren in Zeiten des Fachkräftemangels. Ja, wir haben einen Fachkräftemangel, aber nicht jeder Arbeitnehmer passt in jeden Job und nicht jeder Job passt zu jedem Menschen. Das muss man erstmal auch ein Stück weit passend machen und das nennt man dann Qualifizierung. Aber es ist auch wichtig, dass unser Wirtschaftsstandort sich stabilisiert mit Blick auf den anstehenden und bereits existierenden Fachkräftemangel. Es geht um das Prinzip fördern und fordern. Also eine automatische Verlängerung des Arbeitslosengelds 1, ohne dass man sich auch wirklich anstrengt, wieder im Arbeitsmarkt Fuß zu fassen und ohne dass der Staat, also die Arbeitsagentur, auch eine Gegenleistung bringt, nämlich eine Qualifizierungsmaßnahme, kann es nicht gehen. Im Gegensatz zur SPD sieht die CSU-Landesgruppe die Pläne von Martin Schulz eher völlig realitätsfern. Die Bundesagentur für Arbeit melde so viele freie Stellen wie kaum je zuvor. Das passe nicht zusammen, so Emilia Müller. Zudem bleibe die SPD noch einen realistischen Finanzierungsvorschlag schuldig. Er bringt keine neuen Arbeitsplätze. Es ist eine politische Effekthascherei, sonst nichts und kostet die Beitragszahler, also Arbeitnehmer wie Arbeitgeber, zusätzlich Beitragsmittel, weil das ja nicht ohne weitere Kosten geht. Wir haben über 11 Milliarden Überschüsse in der Versicherung. Und vor dem Hintergrund stellt sich die Finanzierungsfrage, so wie das im Moment die Wirtschaft manchmal propagiert, doch überhaupt nicht. Ja, wir haben Reserven. Ja, es sind Mittel da. Und diese Mittel werden ja auch gut eingesetzt, nämlich für die Qualifizierung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, von Fachkräften, die wir brauchen auf dem Arbeitsmarkt. Rund 6 Millionen Euro könnte die Ausweitung kosten. Zusätzliche 4 Millionen Euro müssten in die Qualifizierungsmaßnahmen investiert werden. Doch vielleicht können Bayerns freie Arbeitsstellen so neu besetzt werden.